Die Schauglassammlung haben wir ja. Konservengläser, die haben viele Deckel dran, meistens sind die aus Metall. Bei den Konservengläsern ist es eine einfache Geschichte, lieber davon wegnehmen die Deckel aus dem Nähr. Das ist schon leicht feststellbar, ob die jetzt Kunststoff sind. Wenn sie Kunststoff sind, gehen sie in die Kehrichtung. Wenn sie Metall sind, gehen sie in Metallsammlung. Bei den Flaschen, da haben wir etwa Fremdstoffe wie eben Deckeln, Metalldeckeln, die gebe ich Abschub auch weg und dann auch in Metallsammlung. Kunststoff, Wasserlad entfernen, auch Textil, so Einbände wie Chianti oder Schnapsflasche, manchmal so Textileinband oder aus irgendeinem anderen Material, das lieber mit dem Kehricht entsorgen. Und eben, wenn es bei einer Flasche so ist, dann der Schließmechanismus, wenn man den halt nicht wegbringt, ist es auch nicht allzu tragisch, dann kann man den auch dran lassen. Im Sortierwerk werden so Sachen werden dann auch noch aussortiert. Aber wenn man es mit einfachen Mitteln kann, fortnehmen kann, dann lieber fortnehmen, das Fremdmaterial.